Es sind dramatische Appelle von den Angehörigen. Doch auf der ganzen Welt bangen und hoffen die Menschen mit den von der Hamas entführten Geiseln. Bring Them Home lautet eine Kampagne, die bereits kurz nach dem 7. Oktober gestartet wurde. Doch noch immer sind über 100 Menschen in den Händen der Terroristen. Ihre Zeit läuft ab, heißt eine Kundgebung in Berlin heute, auf der eine 3 Meter große Geiselsanduhr gezeigt werden soll. Mitinitiator ist der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck.